Schubladen, 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 voller Maskeraden. Maskeraden, die Wahrheit sagen, den Teufel jagen, bloß dich hinterfragen. Hinterfragen, was wäre, wenn deine Gedanken nicht mehr deine sind? Nicht mehr deine sind. Du darfst, was du denken sollst, jemand für dich übernimmt. Gern auf Tischen und stehst wohl auf Stühlen. Und wenn sie es wollen, hörst du auf zu fühlen. Oder stellst gar das Atmen ein. Wie muss dein Leben ohne Atmung sein? Du weißt nicht wohin, folgst ihren Wegen schon dein ganzes Leben. Mit Tiere, dem Henker ins Schlachthaus, der Käfig steht offen. Doch willst du nicht mehr raus? Erinnerst du dich noch an den Tag, als deine Gedanken noch die deinen waren? Wie lange hörst du schon an deinen Gedanken? Gedanken am Hirn. Wie lange hörst du schon umher in ihrer Welt der Illusionen? Wann brichst du endlich aus und entfließt ihren Schablonen? Wo Träume nur noch Träume sind, unerreichbar ganz bestimmt, maximal ein Hirngespinst. Loser, der aus den Fingern rennt. Je höher die Hände, desto tiefer der Fall eines Sandkorns. Eines Sandkorns. Wie viele Körner hier fallen, bestimmst nur du selbst. Denn was du im Griff deiner Hände behältst, sind Fragmente von dir und das Stück für Stück. Also hol dir jedes zurück. Schon umher in ihrer Welt der Illusionen. Wann brichst du endlich aus und entfließt ihre Schablonen? Raus aus unseren Gedanken, raus aus unseren Köpfen, raus aus unseren Gefühlen und Fantasien. Aus unseren. Ich denke also bin. Sieht euer Käfig so klein aus? Sieht euer